Schön, dass ihr da seid. In der letzten Folge habe ich ein bisschen überlegt, was ich tue, wie ich es tue. Und bin noch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Bin noch nicht so richtig zu einem Schluss gekommen. Ich würde gerne, wirklich gerne probieren, diesen Drachen da hinten zu killen. Ah, guck mal, der ist weg. Nein. Ich will aber nicht. Ach Mann, ich will da nicht so oft durchrennen, um da hinten den Typen zu killen. Oh. Aha, ein Kettenhemd von den Boys. Mir war auch aufgefallen, dass ich ja jetzt die Seele eines Älteren habe, oder wie es genannt wurde, eines Alten, eine alte Seele, irgendwie sowas. Und dass die am Ende dieser einen Umgebung war. Willst du nicht? Hallo? Jetzt. Ihr dreht niemals um, oder?
Nee, das hatte ich ja schon probiert. Jetzt muss ich hier gegen zwei von denen. Hat ja auch schon hingehauen. Ach, come on. Ah ja, die Rolle nach rechts schon wieder probiert. Nicht hingehauen. Ich würde wirklich gerne da hinten in die Kathedrale schauen. Wo ich noch keine Seele eines Älteren bekommen habe, war. Oh Gott, nee, zu zweit. Lass mal bleiben. Ja, mach wieder dein Capoeira. No. Oh, hohoho. Knapp. Es wären halt auch leicht gefarmte Seelen, ne? Aber ich immer noch. Nee. Großschwert eines alten Ritters. Banditenaxt. Nee, 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 nee. Wir sind so schon auf jeden Fall gut unterwegs. Ich mache das hier jetzt gerade eigentlich nur, weil ich überlege, weil ich nebenher irgendwie. In welchem Gebiet war denn die Seele dieser Alten? Die war da unten. Wie bin ich da nochmal hingekommen? War das über die. Das entfernte Feuer, der entfernte Turm? Geht da hinten hin. Die machen ganz schön Schaden, die Wurfmesser.
Okay, wenn sie ein Schild oben haben, natürlich nicht. Marius, grüß dich, hi. Na, alles klar. Kriege ich dich jetzt kaputt, bis die zwei kommen? Wäre cool. Wahrscheinlich machst du mich kaputt, bis die zwei kommen, wa? Nee, okay, sehr gut. So, und da hinten, da ist der Drache irgendwo. Oh, hier habe ich genug Platz gegen euch beide. Kommt mal ein bisschen zusammen, damit ich euch vielleicht beide treffen kann. Oder so. Oder geh einfach zurück an deine Position und lass mich deinen Kumpel killen. Finde ich auch gut. Klar, kommt ihr beide zusammen. Shitty. Ich probiere es immer wieder. Und es reicht einfach nicht. Ach, jetzt kann er einen Rückhandschlag machen. Scheiße. Ah, er fängt mit einem Rückhandschlag an. Das sah bisher nicht nach Rückhandschlag aus, war aber einer. Das war schlecht. Wie er mir nachzieht, ne? Ach, komm. Nee, nee, scheiß auf den verdammten Drachen, ey. Das ist... Nee. Blöde Rumfarmerei, ey. Das. Es gibt es nicht. Ich habe jetzt wieder eine Nacht drüber geschlafen und sofort habe ich wieder hier, da, genau. Heidesruine. Dort war die. War die Seele eines Alten. Ich gucke mich da unten noch mal ein bisschen um, weil da bin ich auch straight durchgerannt. Vielleicht finde ich ja hier noch irgendwas. Ach so, nee, warte mal, da unten war, glaube ich, habe ich überhaupt noch sowas? So eine komische Wurzel? Nee, ne?
Ich weiß auch nicht mal, wo ich die herbekomme. Ich sollte mal zum Hub gehen. Ich habe doch jetzt einige Leute getroffen. Die müssten doch da jetzt sein. Vielleicht verkauft mir ja irgendwer von denen diese seltsamen. Da oben. Ah, guck mal, hier steht jemand. Wow! Seb, danke für dein Abo. Hast es dir verdient? Dankeschön. Ah, genau. Ihr habe ich ja die Rüstung gegeben. Gegenstand kaufen. Hast du irgendwelche solche komischen Wurzeln? Was ist das hier? Stärkt Pyromantieflamme. Nee, okay. Und dann ein paar Zauber und Ringe. Nee, warte, was hattest du sonst noch? Ausrüstung geben, Pyromantieflamme verstärken. Nee, okay. Ah, du trauerst immer noch vor dich hin, oder? Wisst ihr viel über Seelen? Nicht einmal ich bin mir sicher, aber das heißt, dass die Seelen die Essenz des Lebens ist. Hat eine Fluchbezeichnung, wurzelt in der Seele. Versteht ihr, was dies bedeutet? Am Leben zu sein, über die Erde zu schreiten, genau das ist der wahre Fluch. Wir Untoten werden niemals sterben, was eine ziemliche Zwickmühle ist. Gott, hier hat sich auch noch nichts verändert. Und wie oft sind wir draufgegangen? 297 Mal. Wuhu! Geil. Hier unten irgendwer? Nö. Ist bei dir jemand eingezogen? Nö. Bei dir irgendwer eingezogen? Nö. Katzi? Jemand bei dir daheim jetzt? Außer Katzi? Nö. Aber warte mal. Nee, die hat, glaube ich, auch nicht solche Dinger verkauft. Den Fallschadenring? Nee, okay. Ich hätte jetzt gedacht, hier sind ein paar mehr Leute angekommen. Immer noch verschlossen. Und ich brauche irgendwie, was, wie war das, die Krone des Königs oder so? Da war definitiv sonst nichts hier in der Niemandswerf. Das weiß ich. Da habe ich jede Ecke relativ genau untersucht. Das würde mich sehr stark wundern. So, dazwischen da waren die Alten. Die eine, bin ich mir nicht sicher, was die noch verkauft hat. Sich das alles zu merken, ist natürlich auch eine miese Nummer. Ey, ihr. So, hast du Sachen verkauft? Nee. Wer hatte mir denn hier Sachen verkauft? Du? Nee. Du? Nee. Hattest du mir Sachen verkauft? Nee. Okay, hier verkauft niemand irgendwelche Sachen. Ich dachte. Also tatsächlich,
ist mein einziger Anhaltspunkt, den ich aktuell habe, wo ich sehen kann, dass es irgendwie weitergeht, ist hier. Dann, tja, gibt es jetzt eine Folge? 12-mal Gegner killen, damit sie verschwinden. Ach ja, der Rückhandschlag, der neu ist. Jetzt hat's geklappt? Lol. Ich habe das die ganze Zeit versucht bei denen, dass ich die von hinten so einen Backstep mache hier, so einen kritischen Angriff. Und es hatte die ganze Zeit nicht funktioniert. Jetzt auf einmal ging's. Hab mich schon gewundert, was ich gerade getan habe. Weil das so eine seltsame Animation gemacht hat. Da, aber ich stehe genau hinter ihm. Aber er tut nichts. So, dicker Boy. Ja, ach komm. Ach, die Seelen interessieren mich halt auch echt überhaupt nicht. Mir geht's hier. Ah, er ist weg. Gut, den haben wir auch schon 12 bis 15 Mal geklatscht. So, wie oft haben wir dich schon geklatscht? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Ist gut. Okay. Wollte gerade sagen, hat er das überlebt? Oh nein, das war schlecht. Das war ein bisschen schlecht. Scheiße. Ah, voll unbedacht einfach weiter nach hinten gelaufen. Eieieiei. Na, anscheinend haben wir ihn da oben noch nicht 12-mal gekillt. 13, 14, 15-mal, wie auch immer. Bleichstein. Das ist neu. Oder? Aktiviert Pharos Apparat. Pharos Wahrheitsverkünder. Wo habe ich das her? Aktiviert Pharos Apparat. Wait. Oh, ich hab unten eine Wo. Hä? Ich hab doch einen Duftzweig. Aktiviert Pharos Apparat. Der Vagabund streifte der Legende zufolge durch die Lande und erschuf Apparate, die allen helfen sollten, die Hilfe bitter nötig hatten. Seine Reisen führten ihn derart weit hinaus, dass Pharos irrtümlich viele Erfindungen dazu geschrieben wurden, die in Wahrheit andere schufen. Ich habe eine Idee, wo das hingehört. Müsste ich testen.
Boah, ach. Ich krieg schon wieder Schaden durch große Hitboxen, die nicht dort sind, wo mein Charaktermodell ist. Einfach akzeptieren. Habe ich dich jetzt schon 12, 13, 14, 15 Mal gekillt? Nee. Noch nicht anscheinend. Ich gucke jetzt mal nach Pharos Apparat. Das ist mir hier zu blöd, echt. Ich glaube, also ich habe halt eine Idee, aber ich bin mir nicht sicher. Ich weiß gar nicht, woher ich das bekommen habe. Und einen Duftzweig habe ich auch. Wo ich den Duftzweig einsetzen könnte, weiß ich. Es gibt zwei Orte, die einmal im Anfangsgebiet und da, wo ich eben war, ein bisschen weiter unten, bei dem Drachenreiter-Boss, noch weiter hintere, am zweiten Leuchtfeuer vorbei, runterwärts, dort kann man so einen Duftzweig einsetzen. This room is not as it seems. There are two, not one, pathways leading out. And only this lovely thing reveals the other. And this, you lovely thing, only runs on miracles. Shall I provide you with one? Okay. 2000 Seelen bezahlen? Wieso Pfad begehen? Okay. Ja, du verkaufst nur die Miracles. No need for miracles. The gods frown upon such soul scrimpers. Seelengeiz, ich habe null. Vorrichtung bewegt sich nicht. Was? Nein. Ach, verdammte Axt. Ah, okay, das ist nichts zum Benutzen. In dem Fall hat sich meine Vermutung nicht bestätigt. Aber, ey, komm. Wenn, weil du so nett zu mir warst und mich und gemeint hast, die Götter sehen sowas nicht gern. Gib mir mal dein Bad. Ja. Aha, guck mal. Aha, 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 aha. Danke. Rötliches Wasser. Heiliger Strohsack. Hier geht's aber weit rauf und runter. Gut, nach oben bin ich bisher noch nicht so weit gekommen. Also. I don't know who you are, but believe me, being the frailty of the weak disrupts the dark. Die Gebrechlichkeit der Schwachen. Okay. Erstmal hier aktivieren. Einmal ausruhen. Und dann nochmal mit ihm reden. Leave me. Ich bin nicht nur an einem interessiert im Dunkeln. Ich habe nicht die Gabe. Ich bin nur an einem interessiert. Okay. Ist mir egal. Nein, ich will dich nicht alleine lassen. Ah. Okay.
Ich brauche irgendwie eine irgendwas von ihm. Okay, na gut, um ihn. Sollte ich dich killen? Einfach aus Sicherheitsgründen. Okay, yep. Was ist das hier? Da oben sitzt ein Schmetterling. Vergiftest du mich oder was machst du? Ja, natürlich vergiftest du mich. Häftlingshandschuhe. Oh, der Predator ist hier irgendwo unterwegs. Cool. Lebensstein, danke. Nehme ich. Lol. Ich kann leider kein Messer auf ihn werfen. Ich muss ein bisschen auf meine Hellebarde aufpassen. Ja, klar. Oh oh, ich will nicht runterfallen. Noch nicht jedenfalls. Au! Hey, no! Ihr Schweine! Sitzt einer hinter der Tür, ey. Da oben ist es ganz schön dunkel, was minimal nervig ist. Ah, da bist du. Lebensstein, danke. Dass ich ihn nicht anvisieren kann für mein Wurfmesser. Naja. Ey, come on. Saftsack, ey, der sich da hinter der Tür versteckt. Das sieht seltsam aus. Hier hing auch irgendwo einer, ne? Ah, da ist er. Oh. Du Ratte. Okay, das wird so ein
Jumpscare-Unsinn hier die ganze Zeit. Ich sehe es schon, dass hinter jeder Ecke hier einer sitzen wird. Gut, damit haben wir erstmal das nächste Feuerchen gefunden. War das jetzt eine dumme Idee, da hochzuhüpfen? Darüber zu hüpfen? Bist du ein Bait? Oh, nee, da unten geht's nochmal weiter, okay. Aber den Loot habe ich jetzt, da bin ich jetzt nicht rangekommen irgendwie, keine Ahnung. Ist ja auch nicht so wild. Ey, ach, da sitzt einer. Ich darf ihn nicht anvisieren, ne? Den oben, den da, der 3 Meter vor mir sitzt. Klosteramulett, Seele eines stolzen Ritters. So, und jetzt hänge ich doch irgendwo fest. Was bist denn du da unten? Bist du der Predator? Warte mal, du bist so ein Feuerechsen-Ding. Ich sehe es nicht richtig. Da! Hey, du bist ganz schön groß. Ach so, alles. Haha, okay, du bist so ein Viechchen groß. Ups. Nope. So. Giftiges Moos. Große Titanitscherbe. Giftige Kiste. Nee? Okay. Rickards Degen. Und jetzt? Großschwert, Fußsoldaten, Degen. Ist das Rickards Degen? Nee. Wo ist Rickards Degen? Ich will mir den angucken. Kettenbrecher, Bastardschwert. Da, ich da, da. Ah, da. Sehr viel Beweglichkeit. Skaliert sehr gut mit Beweglichkeit. Was macht denn so ein Degen?
Könnte auch irgendwie cool sein, mal so einen Degen zu spielen, ne? Ja, und jetzt? Hä? Ich will keinen Heimkehrknochen benutzen. Ich will hier eigentlich raus. Ihr könnt mich doch nicht, wenn ich jetzt keinen Heimkehrknochen hätte. Gehen wir mal einfach davon aus, ich hätte jetzt hier keinen Heimkehrknochen. Ich gehe jetzt davon aus, ich habe keinen Heimkehrknochen. Weil ich ein Napp bin und den ständig benutzt habe. Dann habe ich mich jetzt gesoftlockt. Echt jetzt? Man kann sich in dem Spiel softlocken. Ein Item, mit dem man sich selber umbringt. Aber trotzdem ist das doch ein Softlock. Ah. Aha. Okay, gut. Also dann muss man das dort benutzen. Das finde ich schwierig. Gefällt mir ganz und gar nicht diese Designentscheidung an der Stelle. Warum ist die Hellebarde jetzt nicht repariert? Ach, weil ich nicht gerastet habe am Leuchtfeuer, ne? Hätte mich auch gewundert, wenn die keine Fackeln droppen. Kann man sich in Dark Souls 1 auch irgendwie softlocken? Weiß ich gar nicht. Geht das irgendwie? Kleine orangene Blüte. Was tut die? Ist das das? Nee. Hier. Feuerabwehr. Okay. Kann man in sich in Dark Souls 1 softlocken? Weiß das jemand? Oh Gott. Du siehst ekelhaft aus. Ich
Ich weiß gar nicht, wo ich genau hin will, ehrlich gesagt. Wow. Der hatte eine Seele eines namenlosen Soldaten dabei. Verrückt. Ein Lebensstein. Ja, du dämlicher Schmetterling. Ach nö. Lass mal. Oh Mann, jetzt muss ich hier mitten im Kampf meine Hellebarde tauschen. Großer Mist. Großer Mist, großer Mist. Ja, pff. Machst du nix, ne, wenn deine Hellebarde kaputt geht? Die hält halt echt nicht viel, die des Alten. Vielleicht muss ich doch lieber auf die andere gehen. Das ist ein bisschen. Ein großer Mist ist das, dass diese Hellebarde so leicht kaputt geht. Puh, es wäre sogar die richtige gewesen. Ich hätte einfach ausrüsten sollen. Aber die des Alten ist viel, viel besser eigentlich. Die macht schon einiges mehr Schaden. Naja. Ach, er kommt auch noch dazu. Gut, die andere Hellebarde ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr verstärkt, verbessert und so. Wie, er ist nicht tot? Okay. Ihr droppt nur giftiges Moos. Wer stöhnt denn hier eigentlich hinter mir rum? So, Verlassener, diesmal bist du dran, meine Hellebarde ist ganz. Oh. Aua. Seltsamer Treffer. Ja, yes, Sir.
Die Finstergeister sind auch so nervig. Mann, 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 Mann. Scheiß ich auf den? Diesmal habe ich dich nicht vergessen. Was bist du denn? Sowas habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, verrückt. Was stöhnt und keucht hier denn immer überall? Ach, da steht noch einer rum. Wollen wir ja auch nicht, dass der uns in den Rücken fällt, ne? Komm mal mit. Aha. Komm mal her, du. Wo stapft deiner rum? Ich habe doch gerade einen Stapfen gehört. Ey, ihr habt echt auch eine super Tarnung hier. Oh, shit. Die sind echt gut getarnt da in ihren Ecken. Hey, ein Hebel. Oh, hi. Ah, verstehe. Jetzt sind die Deckel hier aufgegangen von diesen Dingern, wa? Sonst wäre der jetzt ja nicht oben reingefallen. Dann schaue ich doch mal, ob ich hier irgendwo in den Deckel von dem reinfallen kann. Oh. Seelenspeer. Giftiges Moos, grüne Blüte. Giftige Kiste? Check. No. Keine giftige Kiste. Edler Knochenstaub. Ach, guck mal. Da sind wir jetzt. Nice. War ich hier schon drin? Hallo? Ich weiß nicht.
Ob ihr mir irgendwann zur Gefahr werdet, weiß ich nicht. Deswegen. Morgenstern, große Seele, namenloser Soldat. Lieber killen. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Große Brücke. Und los. Leichenhaufen. Ein riesiger Leichenhaufen. Da drin ist ein Leuchtfeuer, oder? Ja. Verschlossen. Oh, ist das ärgerlich. Oh Gott. Wollte ich so nicht. Ich bin eigentlich auf der Suche nach einem Schlüssel, um ehrlich zu sein. Und nicht nach irgendwelchen Bogenschützen, die aus großer Entfernung auf mich ballern. Wo rennt er hin? Okay, ciao. Ich brauche einen Schlüssel, Jungs. Einen Schlüssel. Einen Schlüssel, um ans Leuchtfeuer da zu kommen. Wäre sehr lieb von euch, wenn ihr einen dabei hättet. Eher nicht so, ha? Huh? Kein Bock, mir einen Schlüssel zu geben. Ich glaube, ich muss doch nochmal in die dunkle Höhle rein, zu den Skeletten. Oh, der nächste Finstergeist, ey. Was ist das? Untotenkellerschlüssel. Ja, danke. Nehme ich. Ciao. Blöde Finstergeister. So, gucken wir mal, ob ich damit jetzt zum Leuchtfeuer komme. Jawohl, sehr schön. Ey, da sitzt einer. Hallo. Wer seid ihr? Ey, wow, 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 warte kurz, warte kurz. Diese dreiste Idiot, ihr werdet mich mal wissen. Kannst du bitte nicht hinter mir herlaufen? Gnadenlose Rönner. Aua. Na bitte. Eindringling verbannt. Was hast du? Priesterinnengewand. Okay. Finstergeist wurde besiegt. Immerhin den. Ein Menschenbild bekommen. Cool. So, jetzt nochmal zu dir. Bitte was? First chance he had to try and off me.
I decided to set a trap for him here. But then I got trapped myself. I can't believe that I was so dense. Thank the stars that you came along. Du bist ein Depp. You be careful of him. Pate, I think he said. He wears this rather unusual ring. You know it when you see it. Okay. I've seen his type before. He kills entirely for the pleasure of it. I'm sure I won't be his last victim. The man's better off dead. I tell ya. He's a slick talker. So don't let him fool ya. Pate, the man with a strange ring. And don't you believe a word he... I'll find a common foot bed. And put an end to his roguery. Okay. Du bist ein Depp. Warum schließt du dich mit dem zusammen, der aus Freude und tötet und so? Das ist, klingt ja schon von vornherein nach einem blöden Plan. Selber schuld. Ein paar neue Leuchtfeuer entdeckt. Ein bisschen weiter gekommen, einen Schlüssel gefunden, irgendeine untote Gruft, in die ich vielleicht eher nicht reinlaufen werde, wahrscheinlich nicht. Dann, ja, mich ein bisschen wieder über diese Nummer mit diesem einen Drachen da beschwert. Keine Ahnung, ob ich da nochmal hingehe. Nächste Folge gucken wir jedenfalls hier weiter. Da gibt's Fortschritt. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.